Ursache? Fehlende Waren. Ah ja, alles klar, gut. Weiß ich Bescheid. So, willkommen zurück bei Anno 2205. Jetzt zur letzten Folge der ersten Staffel. Mal schauen, wann es dann mit der zweiten weitergeht. Ich kann nichts versprechen. So. Es wurde. Wurde hier nicht irgendwo Imaku? Wildwater Bay da. Der Sektor wurde hinzugefügt. Na gut, gehen wir jetzt aber erstmal. Okay, das hier ist alles in Ordnung. Was brauchen die? Die brauchen Logistik, Mobilität oder was ist das genau? 95 Versorgung, Sicherheit 98. Okay. 0% Hey, Logistik. mein Ist ja Freund. schlimm. Viele Leute haben nach dir gefragt und wollten dir einen Auftrag anbieten. Komm doch mal vorbei. Ja. Ich habe das Spiel jetzt auch schon länger nicht mehr angefasst. Aha, jetzt geht's vorwärts. Die Firmenaktien steigen. Das ist doch schön zu wissen. Ja, sieht ja alles noch ganz gut aus. Sie bauen das nächste Geschäftsimperium. Na ja, Sichi. Boah, ist sie krass gebotoxt. Alles klar. Oh, was ist denn jetzt los? Irgendwie spinnt das Spiel bei mir auch gerade. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Module für das. Das Spiel spinnt sowieso mittlerweile ein bisschen. Es wird immer schlimmer. Flügel des Hauptquartiers. Und was hätten wir hier noch? Sie sind unglaublich. Als ich Sie zum ersten Mal getroffen habe, wusste ich schon, dass Sie es weit bringen. Ja, das wusste ich auch Sie schon. Waren auf dem Weg Sofort. und wieder zurück. Ganz ehrlich, es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten. Ja. Laber nicht so viel. Okay, das sieht doch alles ganz gut aus, aber wir haben keine Logistik mehr. Da. So, das Logistikproblem hat sich jetzt auch erledigt. Kameraposition vielleicht wechseln? Ja, man merkt, ich bin schon wieder leicht aus dem Spiel raus. Ich wollte jetzt im Grunde auch nur einmal die letzte Folge aufnehmen, damit das hier ein bisschen abgerundet ist. Die wird jetzt auch nicht so lange sein, vielleicht 10 Minuten, vielleicht 15. Ja. Das ist schön. Eigentlich wäre mir so ein kurzer Blick. Wie komme ich jetzt da mal raus? Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Wenige Quantencomputer. Das ist ja ein bekanntes Gesicht. Okay. Und wir haben auch zu wenig Verjüngungskuren. Unsere Intel-Ware ist auch zu wenig. Hei. Quantencomputer haben wir zu wenige. Implantate, Neuroimplantate haben wir zu wenige. Aber natürlich. Okay, dann wollen wir doch mal sehen. Ha, ha, ha.
Ja, sieht alles noch halbwegs in Ordnung. Entspann dich. Ich weiß es doch. So. Entspann dich, ich weiß es doch. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. You don't say. Das habe ich aber ineffizient aufgebaut. Ach, das gehört da oben zu. Okay, das erklärt natürlich so manches. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Na komm. Ach, ich hasse es, wenn das nicht funktioniert. Sehr schön. Ah. Jetzt haben wir wieder zu wenig synthetische Zellen. Was ist das hier, ein Weingut? Ich komme gerade... Man merkt, glaube ich, bin gerade wieder so ein bisschen verloren. Lalalalalala. Das hier müsste das mit den... So, nee, Sojafarm ist nicht. War das hier das mit den... Nee, das war das mit den Nanotextilien. Reisfeld. Genau, dafür brauchen wir hier Algen. Was haben wir hier? Ach, das war das Gezeitenkraftwerk. Hier haben wir Meerwasserentsalzung. Import und Export sind das A und O des Geschäftserfolges. Ah, da haben wir doch die Algen. Sieht insgesamt eher schlecht aus. Wir haben wahrscheinlich auch keine weiteren Wasserbauplätze, wie ich annehme. Nein, haben wir nicht. Ach, verdammt. Es funktioniert ja immer so ganz hervorragend, wenn man noch einen zweiten Bildschirm hat. Dann geht die Maus nämlich rüber auf den zweiten. Ist immer ganz hervorragend. Wie viel Strom haben wir denn? 3000. Ja, wie viel bringt mir die? Ach, können wir abreißen. Da. Ah, bei 3 Millionen Credits. Was will man mehr? Das passt, das... Ah, die synthetischen Zellen. Da brauchen wir jetzt gerade wieder ein paar mehr. Synthetische Zellen, wo werden die jetzt nochmal hergestellt? Kriege ich das dann noch zwischengepackt? Das wäre natürlich schön. Ich nehme sie bei Bord. 5. Wunderbar. Ganz wunderbar. Ja, wobei es nicht ganz genau passt. Also so wunderbar ist es nun wieder auch nicht. Dennoch. So, Algen haben wir genug. Haben wir. So, jetzt noch die intelligente Kleidung. Ja. Die Fasern haben wir. Mikroprozessoren haben wir auch 5 Stück. Was bräuchte denn... Entschuldigt, ich muss wirklich alles nochmal nachsehen für die eine Folge. Mikrochips 2 plus 6, okay.
Du hältst dich immer noch an die Firma. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Na, Schätzchen, pass mal auf, dass ich nicht gleich deine Welt erschütter. Dann ist aber hier Ende. So. Nee. Da muss ich erst eine Straße hinsetzen. Dahin. 9, 6. Plus 3. Jetzt ist nur die Frage, was brauchen wir statt... Ach, mir fehlen die Mikrochips. Ja, natürlich. Mikrochips. Dafür brauche ich Silizium. Wie sieht es mit dem Silizium aus? Wäre das gar nicht... Gibt es das gar nicht hier? Doch, oder? Was ist das hier denn? Silizium-Mine. Ja, meine ich doch. Ach, 9 da. Da haben wir es doch. 9 Silizium. Plus 4 Mikrochips. Passt das auch wieder. Neuroimplantate, dafür müssten wir in die Arktis. Und... Schwerkraftkompensatoren. Da fehlen uns auch noch ein paar. Ansonsten sieht das insgesamt... Wie war das? Da war doch gerade eben noch was mit Quantencomputern. Wo habe ich denn hier meine Quantencomputer? Da. Oh, ebenfalls Arktis. Ja dann. Dann ab in die Arktis. Ist noch alles im grünen Bereich? Nee, weißt du? Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie Zeit haben. Ich warte hier. Ja, ist ja gut. Wieso passt das jetzt hier schon wieder? Wir haben zu wenig Methaneis. Bisschen zu viel. Gut, okay. Warte mal, dann mache ich das doch mal so. Plus 1. Und hier nochmal. Na, setzen wir es mal auf 100. Transfer-Objektprofil wird aktualisiert. Die habe ich doch gerade verändert. Verarbeite Informationen. So, jetzt habe ich... Wieso? Was ist das? Ach, Weltmarkt. Ja. Oh, wir haben zu wenig Strom. Das ist schlecht. Das ist aber sehr schlecht.
Methaneis. Warnung. Energieknappheit. Ah, was du nicht sagst. So, die Energieknappheit hat sich auch erledigt. Dann müssen wir jetzt hier als nächstes die Neuroimplantate ein bisschen auffüllen. Neuroimplantate da. Molybendan. Haben wir genügend. Da kriegen wir doch noch ein paar. Ey, das ging jetzt aber wieder schnell bergab. Ach du Scheiße. Gaskraftwerk. Ich glaube, da muss ich einmal... Ach du Scheiße. Ja. Quantencomputer brauchen wir jetzt noch. Wissenschaftler, Quantencomputer, Qubit-Prozessoren. Warnung. Und Superkühler. Nicht länger deckbar. Ja, ist ja gut. Okay, dann einmal. Energie. Objektprofil wird aktualisiert. Das dürfte jetzt reichen. Replikatoren haben wir auch zu wenige. Da muss ich aber nochmal schauen, wo wir die herkriegen. Das weiß ich gerade so genau gar nicht mehr. Zack. Einmal. Zweimal. Dreimal. Null. Sehr schön. Und da kriegen wir leider keinen mehr hin. Tja, Sektorenbilanz genau null. Werde ich wohl mitleben müssen, fürs Erste. Objektprofil wird aktualisiert. So, noch einmal kurz geschaut. Mond passt ebenfalls alles. Schön. Ich bin froh, dass wir nicht da. Dann noch einmal zum Mond. Aber ich kann Ihnen wirklich nicht mehr als die Reste aus den Lagerhäusern der LEC bieten. Wenn Sie handeln möchten, finden Sie mich hier. Was ist das denn?
Asteroid Miner. Okay, nee, lass mal. Kann ich drauf verzichten. Wie sieht's hier aus? Ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Ebenfalls in Ordnung. Ach ja, genau. Da konnten wir das Gesundheitszentrum ja noch nicht bauen, weil wir zu wenige Offiziere haben. Kann ich hier nicht direkt schon größere Unterkünfte bauen? Nein. Es geht nicht, oder? Nö, nö, nö. Computer sagt nein. Das lassen wir einfach mal so. Was haben wir hier? Haben Sie einen Job für mich? Ach, Reparaturen. Wo haben wir sie? Da. Kommen Sie rein. Wozu brauchen wir die Erde? Hier ist es perfekt. Naja, das sehe ich etwas anders. Aber nun gut, wenn die das meinen. Sonst ist mein. Okay, die müssen wir jetzt hier alle noch aufsteigen lassen. Sehr schön, haben wir dann gleich schon geschafft. Ah, es kommen immer mehr und immer mehr. Okay, was können wir denn hier als erstmal auf dem Mond? Mondnahrung. Sollen sie kriegen? Mondnahrung, Mondnahrung. Wo kann ich denn jetzt hier Mondnahrung anbauen? Ach, da. Eine Weltraumkombüse kommt sofort. Nee, da nicht.
schön. Sauerstoff. Oh, Sauerstoff ist, glaube ich, wichtig. Aber nur ein bisschen. Wie viele Offiziere noch? Ah, schade. Okay, dann wollen wir hier doch nochmal was hinsetzen. Schade. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Bionische Erweiterungsroute. Ineffizient, okay. Schön. So, das ist alles noch in Ordnung. Das ist auch noch in Ordnung. Da die Verjüngungskuren brauchen wir noch ein paar mehr. Und die bionischen Implantate, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Bionische Erweiterung. Ja. Seltene Erden. Wie viele seltene Erden haben wir? Genügend. Gut, dann wie viele... Na, wir haben immer noch nicht genügend Metallplatten. Kommen Sie rein, atmen Sie tief durch. Oh, die kosten 50? Scheiße. Ach, Weltmarktneuigkeiten. Verstanden. Hey, ist alles okay? Danke. Erfolgsliste aktualisiert. Danke für Ihre Unterstützung. Ich hab das Geld doch. Eine Hand wäscht die andere. Mehr. Gut, dass ich das los bin.
das nichts zu... Hierfür zu melden, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ha, das passt mir irgendwie alles noch nicht so wirklich. Upsala. Nee. Nein, 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 nein. Platten. Hoffe, es ist nicht unhöflich. Willkommen. Ich habe einen Auf. Hey, ist alles okay? Gut, dass ich das los bin. Okay, da wir jetzt überall sämtliche Probleme gelöst haben, alle Gebäude freigeschaltet haben, gehen wir doch einfach mal zurück. Mit einem letzten Blick auf das Walbrook-Becken. So, oh, da haben wir doch wieder irgendein Problem. Ach, schau mal an. Schwerkraftkompensatoren. Habe ich die tatsächlich übersehen? Schlimm. Slim, slim, slim. Ah, Schwerkraftkompensatoren, da haben wir sie. Oh, die hätten wir sogar auf dem Mond noch zu wenige. So. Output verarbeite Informationen. Also nochmal zurück zum Mond. Ich bin froh, dass wir nicht alleine stehen. Aber ich kann Ihnen wirklich nicht mehr als die Reste aus den Lagerhäusern der LEC bieten. Wenn Sie handeln möchten. Transferroute ineffizient. Ursache. Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Ach, Energie. Ja, natürlich. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Entspann dich. Warte mal, was? Wir haben zu wenig. Fuck! Wir haben zu wenig Energie hier oben. Na, klasse. Noobs. Warnung. Energiemangel. Aber ich habe jede Menge Geld. Geschafft. Gute Wahl. Danke. Wir können die Credits gut gebrauchen. Das ist heiße Ware. Seien Sie vor... Das heiße Ware. Stahlplatten. Oh ja. Ich bin vorsichtig. Nice. Ja, jetzt haben wir hier aber ein anderes Problem. Wir brauchen mehr Energiefusionszellen. Yay. Und, ach, diese scheiß Androiden.
Ups. 2. Bestätigen. Objektprofil wird aktualisiert. Ach, ich brauche wieder mehr Deuterium. Aus der Arktis. Und mehr Helium 3. Das sind seltene Erden. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist kein Helium. Aha. Jawohl. Wieder genügend Helium. Das brauchen wir dann mehr. Ach, und die Verjüngungskur muss ich ja auch noch rüberschicken. Aber komm, machen wir gleich 11 draus. Deuterium. Objektprofil. Und Ruhe ist. Okay, so. Gute Nachrichten. Sie haben die offizielle Erlaubnis der Global Union, an bestimmten Stellen Brücken zu bauen. Yay! Super! Und hier ist noch irgendetwas bezüglich meiner Mobilität nicht ganz in Ordnung. Versorgung ausreichend. Ist doch gut. Ich weiß gar nicht, was sie schon wieder alle haben. Da scheint doch alles in Ordnung zu sein. Dann passt, passt, passt. Alles klar. Dann würde ich jetzt einfach sagen, danke fürs Einschalten. Das war die letzte Folge von Anno 2205. Zumindest von der ersten Staffel. Vielleicht mache ich da irgendwann nochmal eine zweite Staffel draus, aber momentan ist das erstmal nicht vorgesehen. Würde ich sagen. Warte mal, einmal noch. Und mit diesem Blick verabschiede ich mich.